Du machst den Anfang diesmal. Okay. Also synchronisiert ist. Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu Drivers High Podcast Folge 2 mit mir, Ontan und... Passt schon. Harut. Gehört dazu, Freunde, gehört dazu. Ich hoffe, ihr habt Folge 1 genossen. Ich glaube, es war schon ganz schön geil. Ohne Thema, ohne nichts, einfach drauf losgelabert. Das machen wir heute auch. Das machen wir, würde ich sagen, die ersten paar Male so. Wenn wir Bock auf ein Thema haben, dann machen wir es. Aber wenn nicht, dann nicht. Ihr könnt es auf Spotify anhören. Ihr könnt es auf YouTube anschauen, also mit VOD. Und ihr kennt den Rest, Leute. Wir legen einfach mal los. Und ich würde sagen, wir fangen an mit... Was liest du gerade? Was schaust du gerade? Anime-Manga-technisch am besten. Ey, ich lese Inuyasha, habe ich in letzter Zeit gelesen, und dann Downfall und Girl on the Shore. Und der Typ ist schon so ein Mensch, der seine eigene Sparte bedient. Er spielt schon in seiner eigenen Liga, hat kaum Konkurrenz. Und Digga, was mir aufgefallen ist einfach, obwohl er so jung ist, hat er schon... eine große Meisterschaft erreicht. Erzähltechnisch hat er eine mega große Meisterschaft erreicht. Vor allem bei Girl on the Shore, Mann. Hat mir mega gut gefallen. Auch nebenbei, auch ziemlich gut gezeichnet, Alter. Ich weiß gar nicht, mit wem man ihn vergleichen kann irgendwie, weißt du? Ich denke irgendwie an so Low-Budget-Filme aus USA oder so oder England oder so. Aber es ist irgendwie schwer, jemanden zu finden, mit dem man ihn vergleichen kann, finde ich, ne? Es ist echt... Der hat sich so eine... Keine Ahnung... Ich finde das immer voll respektabel, wenn sich jemand seine eigene Nische gräbt und sich da reinlegt, Alter, und für keinen anderen ist Platz. So ist gefühlt Inuyasha für mich. Ja, Bruder, das kann auch nur funktionieren, wenn man ein wirklich echter Mensch ist mit Persönlichkeit. Ja. Weil das alles ist einfach Ausdruck seiner Persönlichkeit und seiner Gefühle. Mhm. Bruder, das Interessante ist, dass er es geschafft hat, nicht nur die Story so perfekt zu strukturieren, sondern auch die Zeichnungen passend dazu zu machen. Ja, voll. Die Geschichte ist Depri, die Zeichnungen sind Depri. Bruder, ja, ich fühle mich schon schlecht, wenn ich seine Zeichnungen so sehe. Ne? Ist so. Ich denke mir, da nagt was in mir, da nagt was an mir, wenn ich seine Zeichnungen sehe. Alter, der Typ ist so krass, Mann. Würdest du sagen, Inio Asano ist ein Genie? Ein Genie? Ich würde sagen, guck mal, Girl on the Shore ist so ein Frühwerk von ihm und dann. Und ich würde auf jeden Fall sagen, er hat, das in ihm steckt der Keim eines Genies auf jeden Fall. Voll, gell? So ein Rohdiamant. 100%. Aber das Ding ist, ihn als Rohdiamant schon zu betiteln, ist fast schon auch eine Beleidigung, so weißt du? Weil mit 27, so alt war er, als er Girl on the Shore gemacht hat. Da ist ja nichts mehr roh dran, ne? So ich, es war ein ausgreifendes Werk. Es ist voll schwer zu kritisieren auch so. Ja. Das ist nicht JoJo Part 1 oder so. Ja, richtig. Und das Interessante ist auch, dass er etwas geschaffen hat, was auch die Stärken eines Mangas hervorhebt. Zum Beispiel hat mir Girl on the Shore so gezeigt, Brudi, dass es in einem Manga nicht unbedingt ein Shonen-Thema geben muss, um die Stärken des Mediums hervorzuheben. Mhm. Weil Shonen ist ja mega geil, um so super krasse Bewegungen darzustellen. Das hilft dabei, die Pages zu turnen und alles Mögliche. Mhm. Aber er schafft das auch durch gedämpfte Geräusche, gedämpfte Zeichnungen, diese Stimmung rüberzubringen, was auch nur in einem Manga so möglich ist, weißt du? Ich finde es auch krass bei Asano, dass es sich nie so anfühlt, als ob man liest. Es fühlt sich übelst cinematisch an, finde ich, seine Geschichten. Weißt du, wie sich das anfühlt, ihn Asano zu lesen? Als ob das alles schon mal passiert ist, aber als ob das so eine blasse Erinnerung aus deiner eigenen Vergangenheit ist, Mann. So fühlt sich voll. Das an. Alter, der Typ... Ich schwör's dir, ich weiß nicht, der erzeugt Gefühle in mir, Alter, die schafft kaum jemand. Ich habe immer das Gefühl, ne, ich lese ja sau wenig so Romane oder sowas, ne. Ich habe immer das Gefühl, dass es mehr wie sowas wirkt. Dass, schon. Dass du da eher Parallelen findest. Und Anime und Manga ist ja, keine Ahnung, der ist halt echt wie so eine Nadel im Heuhaufen, so. Du findest keinen zweiten Inio Asano. Und was hast du gelesen, das Girl on the Shore und Downfall. Downfall. Also die Zeit am Abgrund heißt das auf Deutsch. Was findest du besser? Safe, Girl on the Shore. Ja, ich auch. Aber wie fandest du die... Lass mal über die Prämisse reden, Alter. Weil beide behandeln so Themen,
Stimmt, Alter. Beide behandeln so Themen, die, finde ich, so voll offensichtlich sind. Ne? Jeder denkt darüber nach und jeder hat auch so einen inneren Kampf mit sich selber über genau diese Themen, was ja eigentlich voll wichtig ist, was eigentlich heißen muss, dass diese Themen gut beleuchtet sind und oft diskutiert werden, aber werden sie nicht, weil Menschen immer Scham haben, über Sex zu reden, über Liebe zu reden, über vor allem über die Nachteile von Sex und Liebe. Ja. Und das macht er bei beiden Themen. Einmal würde ich sagen, so auf eine. Bei Girl on the Show würde ich sagen, trifft beide. Aber bei Downfall ist das voll die männliche Perspektive, die er da irgendwie bedient. Und ich finde das richtig, richtig heftig. Worauf wollte ich hinaus? Ich habe es vergessen. Keine Ahnung, aber ich finde auch, dass er die weibliche Perspektive mega krass gut trifft in Girl on the Shore. Glaubst du, wenn du vor dem Lesen nicht wissen würdest, dass das ein Mann geschrieben hat, ich finde, es wäre komplett schwer zu sagen, ob das ein Mann oder eine Frau war. Finde ich Und das auch. ist voll oft sehr leicht zu sagen, finde ich. Du hast Ja. voll oft das Gefühl, vor allem bei den männlichen Mangakas, du denkst dir so, Alter, die haben gar keine Ahnung von Frauen so. Ja, ich finde, es ist was Gutes, wenn man nicht sagen kann, ob es ein Mann oder eine Ja, Frau finde geschrieben ich hat. auch. Finde ich auch. Aber ja, zum Beispiel, ich lese zum Beispiel Yoshiharu Tsuga auch und dann, ne? Oder bei dem merkt man sofort, dass es ein Mann ist. Ja. Er hat auch diese Depri-Stimmung und alles Mögliche in seinen Kurzgeschichten und so weiter. Aber man merkt, dass es von einem Mann geschrieben. Ja. Das macht seine Geschichten nicht unbedingt so schlechter, aber dadurch hat Inyo Asano eine zusätzliche Dimension, die ein anderer Künstler nicht hat. Und das zeigt vielleicht auch, dass er viel Erfahrung hat in der Sache. Voll. Ich glaube, Inyo Asano liebt es, Menschen zu beobachten. Ich mag Mangaka, die so sind, weil ich liebe es auch, Menschen zu beobachten, weißt du, so. Ich hätte am liebsten so diesen Harry Potter Unsichtbarkeitsmantel und würde einfach die Stadt laufen und Leute verfolgen und so schauen, wo geht der hin. Was würdest du machen, wenn du unsichtbar wärst? Und dann Boah, ich würde so viel kranke Scheiße machen, Alter. Was würde ich machen, wenn ich unsichtbar. Was wäre das. Weißt du was? Das Erste, was du machen Bruder, wir würdest? wissen, was das Erste wäre, was wir machen würden, Das oder nicht? Zweite? Das Zweite. Das Zweite, ich würde bei Leuten, oder nee, eigentlich wäre mir das auch scheißegal. Ich hab überlegt, Leuten zu lauschen, wo ich glaube, dass die schlecht über mich Boah, reden. das wäre mir Juckt auch mir auch egal. scheißegal. Ja. Ich würde, also es kommen ja tausend Möglichkeiten. Ne? Es würde einem auf einmal einfallen, wie du Cash machen kannst und so weißt. Also die Frage ist so schwer, weil es irgendwie tausend Antworten gibt. So, ich würde, Ja. glaube ich, echt erstmal abcashen, Alter. Kannst Aber ja voll wie? leicht machen. Ach so, stimmt, einfach in den Laden gehen und Sachen klauen. Du musst ja nicht mal eine Bank ausrauben, weißt du? Kannst ja einfach durch 50 Kneipen, Alter, die finden dich nie. Nie im Leben. Als ob die Polizei irgendwann draufkommt und sagt, vielleicht ist da ja ein Unsichtbarer drin gewesen. Wird ja nicht passieren, weißt du? Geil, Kannst Mann. einfach weiterziehen. Oh, das ist eine gute Idee. Also ich würde ausgesorgt wäre auf jeden Fall, ne, geldtechnisch. Würdest du es jemandem erzählen? Wie ist es überhaupt? Kann man wieder sichtbar werden oder bist du für immer unsichtbar? Ja, das ist eine gute Frage. Am besten, man kann es regulieren so. Naja. Ja. Ja, aber was sagen wir hypothetisch? Auf was einigen wir uns? Man kann es regulieren. Okay, Ja. ja. Dann würde ich es, glaube ich, trotzdem keinem Ich würde erzählen. es auch nicht erzählen. Weißt du, am Ende spricht sich das rum und es juckt keinen, dass man unsichtbar ist. So, weißt du, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ja, doch, ich glaube, das Problem ist, das würde jeden jucken. Ich glaube, es würde sehr, sehr schnell gehen, wenn du es Leuten erzählen würdest, dass du ein Riesenproblem mit Regierungen hast und mit dem Militär und so. Weil die würden erstens an dir rumschrauben wollen, die würden dein Blut analysieren wollen, deine DNA und Die würden so. dich vervielfältigen wollen. Genau, die würden halt, du wärst ein Testobjekt, so, du wärst wie so eine Laborratte. So. Natürlich. Jeder Wissenschaftler würde an dir gerne rumdoktern und so. Und das macht dich, du gibst dir eigentlich selber ein Kopfgeld damit. Glaube Nee, ich, Mann, ich würde es oder? keinem erzählen und Ich dann würde es auch keinem erzählen. niemandem so, ne? Das bringt nichts. Meinem Cousin würde ich es erzählen, dem würde ich es erzählen. Der erzählt nie was weiter. Meine Freundin hat mir vor ein paar Wochen so eine Geschichte erzählt und dann, als sie klein war, ist so eine Freundin zu ihr gekommen in der Grundschule und hat gesagt, erzähl das keinem, aber ich bin eine Fee. Und wenn du möchtest, mache ich dich auch zu einer Fee und so, ne? Und dann kannst du fliegen und alles Mögliche. Und dann musste sie so ein Ritual machen, wo sie so zweimal an die Wand klatscht und was auch immer und dann konnte sie eine Fee sein halt, ne? Ne. Und dann ist sie nach Hause gegangen und sie hat halt fest dran geglaubt, dass sie eine Fee ist. Und die Prämisse ist, dass sie es keinem weitererzählen darf, sonst fliegt der Zauber auf. Alter, was So. war denn das für das andere Kind war ja übelst Psycho, ne? manipulativ irgendwie, Ja, weißt du? Mann. Als ob die alles geplant hat, Ja. als ob die richtig Ahnung hat, wie man eine Sekte gründet und so. Was geht Bruder, denn ja, bei der Mann, ab, das hat Alter? mir Sorgen gemacht. Da sind schon meine Antennen so Ne? hochgegangen und Alarmglocken dazu. Voll der Djinn, Alter. Ja.
So, und dann hat meine Freundin halt geglaubt, dass sie fliegen kann, Bruder. Und dann habe ich mir gedacht, Alter, gut, dass sie da nicht auf so ein Hochhaus oder so gegangen ist und runtergejumpt ist. Sie hat das nur von ihrer Bettkante aus so probiert und war dann total enttäuscht, so, weißt du? Und natürlich hält sich ein kleines Kind nicht daran. Sie hat es natürlich weiter erzählt und hat gesagt zu ihrer Cousine, ich kann dich auch zu einer Fee machen. Und da waren beide Feen und konnten halt zaubern und so eine Kacke. Oder sie glaubten es zumindest. Ich hatte auch mal einen Kumpel, der hat sich auch dann den Arm gebrochen, weil dem ist was Ähnliches passiert, ne? Oder er hat sich halt selber eingebildet, dass er fliegen kann mit einem Regenschirm. Ich habe auch in dem Alter habe ich das auch für logisch gehalten. Ich habe immer gedacht, wenn ich einen Regenschirm aufmache bei Wind und irgendwo runterspringe, dann muss ich doch wie Ja, Peach man denkt, oder so. physikalisch muss das Muss klappen das klappen irgendwie. so, weißt du? Ja. Und der hat das gemacht und hat sich halt den Arm gebrochen so. Oh Mann. Ja, da dachte ich mir auch so, Alter, fuck Mann, vielleicht muss noch einer probieren oder so, weißt du? Beim nächsten wird es vielleicht klappen und so. Hey Bruder, so ein Erlebnis hatte ich damals, als ich 6 Jahre alt war. Nicht 6, ich war sogar noch jünger. Als ich 3, 4 Jahre alt war, als ich gerade nach Deutschland gekommen bin. Ich habe schon damals immer so gern mit Legos und so rumhantiert und dann auf einmal habe ich so ein fettes Flugzeug gebaut aus Lego und ich dachte, wie geil sieht das denn aus? Und meiner Vorstellung nach musste dieses Ding fliegen können, weil es ein Flugzeug ist. Es muss also fliegen können. Und ich habe da so eine Schnur dran befestigt und ich wollte es wie so einen Drachen steigen lassen und ich werfe das so in die Luft und es knallt so voll auf den Boden. Und ich habe so gedacht, hä, aber das habe ich mir anders vorgestellt. Es muss doch fliegen können. Scheiße. Als Kind gab es viel so ein Zeug, ne? Weil ich kann mich an so viel erinnern. Ich glaube, das ist auch, wenn du ein Kind mit viel Fantasie bist, dann ist das auch noch mehr der Fall, dass man sowas macht. Und vor allem, wenn du ein Kind mit viel Fantasie bist und wenn du viel Liebe von deinen Eltern und so bekommen hast, wenn die dich nicht immer abgehalten haben, so, so hör auf, sowas zu machen, dann war man, glaube ich, voll anfällig für sowas. Und ich finde das richtig gut, dass man so war. Klingt im Nachhinein so dumm, ne? Aber ich finde das richtig gut eigentlich. Ich habe so viele Sachen gehabt. Ich dachte früher immer, ich war voll davon überzeugt, ich dachte, ich habe so eine Art Superkraft, dass ich theoretisch, wenn ich will, ich kann mit dem Tisch reden. Ja, Ja. du kannst mit Gegenständen Ja, reden. der Tisch kann mir sagen, hey, das fuckt mich voll ab, dass alle irgendwas auf mich draufstellen und so, hilft mir ein bisschen und so. Und ich dachte immer, ich habe diese Fähigkeit und die wird immer krasser, die entwickelt sich immer heftiger, ne? Ich habe mir wirklich eingebildet, dass ich das konnte. Du hast einen Stand gehabt. So in der Art. Ich weiß nicht mehr, was der Ursprung davon war, so der erste Dominostein, keine Ahnung. Aber ich dachte das voll lang, Alter. Ich war mir ziemlich sicher. Und was ja noch dazu kommt, wo wir bei dieser Feensache sind von deiner Freundin. Du, als Kind denkt man ja auch, wenn ich jetzt nicht daran glaube, dann finde ich es erstens nicht heraus und zweitens so, vielleicht verliere ich dann diese Kraft dadurch, weißt du? Weil es ist ja, die Kraft ist ja eingebildet. Sie gibt es ja nicht, ist ja nur Einbildung. Ja. Und es ist ja wirklich so, dass du sie verlierst, wenn du nicht mehr daran glaubst. Und deswegen dachte ich immer so, ich falle darauf nicht rein und so, ich kann das, Ja, Mann. safe kann ich das Du und so. überlistest das Ja, Schicksal. irgendwann vergisst du es. Aber mich selber zu testen, habe ich irgendwie nie gemacht. So, ich wollte immer daran glauben, an solche Fähigkeiten. Weißt du, was meine Freundin erzählt hat und dann? Sie meinte so, das war zwar eine Lüge mit der Fee und so, aber das war die schönste Woche ihres Lebens, so, Ja, da, genau das meine ich. Ey, weißt so geil. Ich habe so viele solche Geschichten. Ich und mein Bruder, ich hatte sowas auch mit Pokémon. Mein Bruder, wir waren in Österreich im Urlaub. Und mein Bruder sagt so, ja, ich habe ein Pokémon und so. Ich kann es dir aber nicht zeigen, es ist unter der Decke und so. Genau die gleiche Story, ne? Er hat mir das nie gezeigt, er hat immer so damit geredet und so. Ich sag so, zeig doch jetzt und so. Hast du echt eins und so? Älterer Bruder, weißt du, ich habe dem alles geglaubt. Und keine Ahnung, nach einer Stunde Zweifel oder so habe ich mir einfach gedacht, ja, ich habe auch ein Pokémon. Und dann habe ich unter meiner Decke auch ein Pokémon gehabt, weißt du? Da war gar nichts. Aber dann spielst du 3 Tage lang, als ob du welche hast, weißt du? Und das ist irgendwie dieser Zauber immer gewesen. Ich fand das voll geil. Irgendwann glaubt man die Scheiße auch wirklich so an, Ja. weißt du? Das ist das Gleiche mit Ego, da hatten wir Ne? letztes Mal drüber gesprochen. Wenn man sich das lang genug einredet, glaubt man das auch Ja. wirklich, Mann. Und ich glaube, also es ist schwer zu sagen, es ist echt zweischneidiges Schwert. Das hat viele Vor- und viele Nachteile, ne? Aber ich glaube irgendwie so der Durchschnitts erste Weltmensch hat zu wenig davon irgendwie. Die Leute wollen dann immer runterziehen und davon Safe, abhalten und so an safe. sich selber zu glauben. Generell, Deutschland hat voll das Selbstbewusstseinsproblem, finde ich. Ich finde, keine Ahnung, Deutsche sind sehr gut darin, allen in den Arsch zu kriechen und sich selber scheiße zu finden. Und ich finde das gar nicht gut. Alter, wie kann man sich selber scheiße finden, so, ne? Wo willst du dann Weißt du, hinkommen? selbst wenn ich wirklich scheiße wäre und dann, ich würde mich nicht selber Ich auch scheiße nicht, finden. nee, niemals, weil das ist dann, keine Ahnung, dann hast du verloren so. Weil wem ist damit geholfen? Niemanden. Nee. Ich kann mir, also, wenn man in so einer Situation ist, dass man sich selber scheiße findet, dann ist es auch nicht so leicht, wahrscheinlich da wieder rauszukommen, ne? Aber ich weiß nicht, ich verstehe nicht mal wirklich, wie man sich in so eine Situation manövrieren kann, wenn ich ehrlich bin. Na, es sind.
Entscheidung um Entscheidung um Entscheidung um Entscheidung. Um Entscheidung. Ja, und safe, irgendwann bist stimmt. du dann so ein Mensch, der da nicht mehr rauskommt aus dieser Spirale. Wir haben vorhin über Inu Asano geredet, ne? Und meistens in so Anime und Manga, das wird so falsch porträtiert, weil da ist es nicht Entscheidung über Entscheidung. So, du machst nicht 10 falsche Entscheidungen und bist dann unten, sondern da ist es meistens, da kommt jemand und pisst dir ans Bein. Und dann ist es scheiße. So, von hier geht's nach hier. Und dann Transformation, auf einmal bist du wieder hier, auf einmal ist wieder alles gut. Und das hat mich irgendwie immer genervt an Anime und Manga. Je älter ich wurde, desto mehr dachte ich mir, eigentlich wird mir hier gerade ein Weihnachtsmann verkauft. So, eigentlich ist das nicht die echte Welt. So, so funktioniert die Scheiße nicht. Ist es auch nicht und dann. Und Also, ja. Inu Asano war so ein Typ, wo ich habe den recht früh entdeckt, ne, in meinem Manga-Leseleben. Und dann dachte ich mir, Alter, so krass, der macht das einfach, wie es wirklich ist. Klar. Es sind hunderte Sachen, es ist nicht Schicksal, sondern du selber manövrierst dich langsam da rein und merkst es zu spät. Alter, genau meine Worte und dann, Ja. ne? Weil bei Girl on the Shore ist ja auch nicht ein schreckliches Ereignis passiert, das dir Ja, die genau. Scheiße geritten hat, Mann. Ja. Die Scheiße ist nicht entstanden, weil die zwei miteinander gepennt haben, sondern weil sie es immer wieder und Ja. wieder und wieder gemacht haben, Mann. Und so ist der Ja. Teufelsreiter auferstanden. Und ich behaupte auch, dass so, du kennst doch bestimmt dieses Gefühl, wenn du so denkst, so scheiße, bald passiert irgendwas Schlimmes oder so, weil es gerade ist alles zu ruhig, zu gut und so, weißt. Ja. Bald kommt irgendein Schicksalsschlag oder so, keine Ich Ahnung. kenne das. Es ist zu lange zu gut gewesen, Genau, so. jeder kennt das, ne? Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, fuck, Alter, morgen geht die Welt unter so, aber jeder kennt dieses Gefühl von einer schlechten Vorahnung, ne? Und ich glaube, es ist nie so, dass diese schlechte Vorahnung eintrifft. Vielleicht, Zufall, vielleicht. Aber eigentlich ist eher diese Paranoia, die dich entwickelt, diese Ungeduld und diese Angst, dass bald irgendwas kommen könnte, sorgt, glaube ich, dafür, dass du diese 10 Schritte gehst, weißt du, dass du den ersten falschen Weg nimmst. Dann nimmst du den nächsten falschen Weg. Dann nimmst du den nächsten, weil du durch diese Paranoia irgendwie in so eine Richtung spielst. Ja, Bruder, ich sag's mal so, die Paranoia zieht dich eher ins Unglück, als dass sie dir hilft, ne? Ja. Aber ich glaube schon, dass es solche Vorahnungen gibt und dann, weil, weißt du, das Leben ist ja nie eine Gerade oder Ja. eine Steigung oder ein Gefälle. Es ist immer ein Auf und Ja. Ab, Mann. Wie so eine Sinus- und Cosinuswelle. Und deswegen glaube ich auch daran, dass es nicht immer gut sein kann und dann, weißt du? Es gab ja schon in der Bibel diese eine Saga von Josef, glaube ich. Josef, dem König der Träume, der prophezeit hat, es kommen 7 reiche und reiche und tolle Jahre voller Wohlstand und dann kommen 7 Jahre voller Armut und Tod und Krankheit, so weißt du. Ich glaube schon, dass das so ist und dann. Aber was meinst du, wo das entsteht, diese Vorahnung, diese Paranoia auf irgendein Event? Weil ich behaupte, das kommt sehr viel davon, dass nicht unbedingt alles gut ist, sondern dass alles gerade auf einer Linie läuft. Ich glaube, der Mensch braucht diese Auf und Abs, weißt du? Und ich habe das Gefühl, wenn ich in meinem Leben zu viel Sicherheit eingebaut habe, dass es keine Auf und Abs mehr gibt, sondern dass es einfach nur eine gerade Linie ist. Ich habe das Gefühl, dadurch entsteht diese Paranoia für irgendein Ereignis irgendwie. Das kann sein und dann. Aber weißt du, eine Konstante ist ja nicht schlecht so. Ist doch gut, dass alles bleibt so, wie es ist. Ich glaube tatsächlich, also alles hat Vor- und Nachteile. Ich glaube, so ein Leben ist scheiße. Oder Weißt du, ja. wo wirklich jeden Aber Tag nee, gut, das nicht schlecht. und dann. Aber eine ganz gerade Linie ist, glaube ich, auch scheiße. Nee, aber ich glaube, die Sprünge sind nicht so, sondern mit mehr Abstand dazwischen. Weißt Ich du? finde, es kommt halt immer darauf an. Ne? Du kannst es irgendwie selber entscheiden und irgendwie wirst du auch so ein bisschen von der Welt dazu getrieben. Schon. Ich glaube auf jeden Fall, die guten und die schlechten Dinge, die uns passieren, hängen weniger mit unseren eigenen Entscheidungen zusammen als, Echt? ja, und dann. Interessant, weil ich habe das Gefühl, dass ich fast immer selber darüber entscheide irgendwie. Ich habe das Gefühl auch manchmal und dann, aber es gibt so Ereignisse, die wir nicht beeinflussen können. Und ich glaube, viele wollen sich nicht eingestehen, wie wenig Einfluss man wirklich auf sein Leben hat und dann. Ey, das sind interessante Punkte. Ich habe darüber auch mal mit einem von meinen Brüdern geredet, ne? Und der generell so dieses Thema Kausalität und so, weißt du, es ist alles von Gott geschrieben und so. Also quasi, du Ja. hast eigentlich gar nichts zu melden. So, es Nee, läuft das sowieso. glaube ich nicht und Das dann. glaube ich auch nicht. Aber ich finde den Gedanken interessant. So, ich finde diese Parallelen interessant und so. Und zum Beispiel, ich habe mal ein Video darüber gemacht, weil das wird bei Berserk thematisiert, ne? Da habe ich das in irgendeinem Video erwähnt und dann hat einer einen Kommentar geschrieben. Ich weiß nicht, der war Professor oder so. Der war auf jeden Fall ein krasser Typ. Richtig langer Kommentar und der hat mir quasi erklärt, wie diese Bedeutungen sind, Kausalität und so ein Zeug.
Und sein Punkt war quasi, dass es eigentlich in der Wissenschaft schon bewiesen ist, dass quasi, dass du nichts zu melden hast, sondern alles passiert wie bei einem Domino Day. So, du bist einfach nur ein Stein, der umfällt. So. Boah. Ich glaube trotzdem nicht daran, weil ich will nicht daran glauben, aber keine Ahnung, so klang Ja, es von ihm du aus. musst auch nicht dran glauben und dann, weil je eher du glaubst, dass du was zu melden hast und was ändern kannst, desto gesünder bist du auch, weißt du? Es gibt, Bruder, es gibt so ein, ich habe in der Schule nicht viel mitgenommen und vieles gehasst und so eine Kacke, ne? Und dann, und ich habe diese ganzen Inhalte dort selten zu meinem Vorteil angesehen, aber es gab so ein paar Sachen, die ich richtig cool fand. Und dann, wir hatten dort mal, ich hatte das Medizinprofil im Abitur und dort gab es so einen Gesundheitsexperten, über den wir gesprochen hatten. Er war, glaube ich, Dr. Antonowski hieß der. Der hat über Salutogenese gesprochen, Bruder. Und das bedeutet einfach Was? Salutogenese. Und das, der hat einfach beschrieben, Bruder, das war so interessant, ne? Das war das Einzige, was mich in der Schule so wirklich selbst interessiert hat, außer Spanisch und Französisch so, und die Sprachen. Er hat gesagt, ein Mensch lebt gesünder, wenn er das Gefühl hat, etwas bewirken zu können. Und dann, so, das war ein Pfeiler der Gesundheit. Safe, Wenn er das safe. Gefühl hat, etwas bewirken zu können. Der zweite Pfeiler war, wenn er das Gefühl hat, verstehen zu können, was um ihn herum passiert ist. Das war ein zweiter Pfeiler. Und den dritten Pfeiler habe ich vergessen, Bruder. Aber interessant, weil ich sehe das auch so. Also ich glaube, das hat sehr, sehr viel mit Glücklichsein zu tun, wie sehr du denkst, dass du die Kontrolle über alles, was geschieht, hast. Schon. Aber was ich noch fragen wollte, wie kommst du überhaupt darauf, dass du nicht die Kontrolle hast bei den meisten Sachen? Weil ich habe das Gefühl, es ist sehr selten, dass ich denke, diese Schicksalsschläge, ne, zum Beispiel einer meiner Liebsten stirbt oder so, nicht mehr. Ja. Fuck, Alter, warum kann ich nichts ändern? Weil ich bin richtig wütend und so. Ich bin eher so ein Typ, der nicht so oft in Trauer verfällt, sondern ich gehe immer eher diesen Wutweg. Weil aus dem kannst du was machen, aus dem kannst du Energie zehren und so. Ja. Und ich habe das selten und deswegen denke ich mir so, wie kommst du darauf, dass du da selten die Entscheidung drüber Naja, hast? also ich hatte, als ich das gesagt hatte, diese Schicksalsschläge tatsächlich im Kopf und dann. Okay, Wenn da ja. jemand krank wird, kannst du nichts machen, Mann, weißt du? Aber sind das nicht wenige? Es sind schon wenige, aber diese wenigen sitzen richtig Ja, fucking hart safe. und dann, weißt du? Für mich waren das die wenigen, die ich nicht bestimmen kann und die sind die schlimmsten, so weißt. Das sind tiefst. Ich habe immer das Gefühl, nach so einem Tief, ne, wenn das hoch wieder kommt, zu wissen, dass ich mich da selber in dieses Tief reingeritten habe und ich habe es verstanden, warum ich da war. Ich habe es einfach nur so spät verstanden, dass ich schon eine gewisse Zeit in einem Tief war. Und bei solchen Schicksalsschlägen, da geht es wirklich bam. Da bin ich erstmal unten und ich habe keine Ahnung, wie ich da rauskomme. Meistens halt einfach die Zeit oder Ja, so. Aber ich weiß es. es nicht, Bruder. Zum Beispiel, ich habe die letzten 2 Jahre, also so die volle Bandbreite an Schicksalsschlägen bekommen und dann, weißt du, erstens, einer aus der Familie ist krank geworden, das hat mich hardcore gefickt, Bruder. Dann hat sich dieser Bau dieses Hauses hat sich unnormal verzögert und dann unnormal, also um das Dreifache verzögert. Ein Jahr war angesetzt, um das Haus zu bauen. Es sind 3 Jahre geworden, so und dann. Und dann haben wir in der Zwischenzeit in so einem Wohnmobil gewohnt, Bruder. Das Ding wurde einfach ausgeraubt, so und dann, weißt du? Und Alter, das sind alles Sachen, auf die ich keinen Einfluss hatte. Und das hat mich aufgeregt, so, weißt du? Ey, du hast recht, weil also in meiner Rechnung vorhin wären das jetzt 3 Punkte. Und ich könnte dir entgegen so 100 Punkte sagen, so, wow, ich habe einen Euro auf dem Boden gefunden oder so. Aber wenn du das aufwiegst und wenn du überlegst, dass zum Beispiel dieser Häuserbau, das ist ja nicht ein Punkt, sondern das sind auf 3 Jahre verteilt, ne? Das sind eigentlich 365 Tage mal 3 Punkte, so. Das habe ich nicht so ganz bedacht, Alter, wie lang auch ein Schicksalsschlag anhalten kann und so. Ja, das ist das. Man denkt, es kommt ein Tag, passiert das und fertig. So, ne? Aber vor allem, wie groß die Auswirkungen davon sind. Zum Beispiel, ich merke, dass meine Mama noch immer darunter leidet, dass unser Haus da, unser Wohnmobil da ausgeraubt worden ist. Ja, Und dann, glaube weißt ich. du, die kommt da nach Hause und alles liegt da so verstreut da. Und checkst du das? Ja. Besonders auf eine Frau stelle ich mir vor, dass das hardcore Auswirkungen hat. Ey, diese Momente im Leben, wo man daran erinnert wird, wie zerbrechlich man ist, ne? Wie schnell sowas passieren kann, wie schnell, so, du baust dir jahrelang was auf, du kämpfst jahrelang für was, machst Dinge und dann passiert so ein Ereignis, ne? Und dann fühlst du dich auf einmal so, Alter, wie schnell man mir das alles nehmen kann, dumm gesagt, Klar. ne? Und das ist so unfair. Und es Ja. wird niemals gejudged, es wird niemals die Fairness dadurch entstehen, ne? Diese Momente, ich hasse die, aber irgendwie liebe ich die auch zugleich. Ich finde das richtig schlimm. Na, es ist schwer und dann weißt du, guck mal, Bruder, es ist leicht, sich selber
als den Main Character zu sehen, der alles im Griff hat und sein Leben nach eigenen Vorstellungen gestaltet. Aber man muss gucken, wie lange man diese Geschichte sich erzählen kann, wenn man eins auf die Fresse kriegt vom Richtig, Schicksal, ja. weißt du? Und das ist so ein Ding. Aber grundsätzlich denke ich auch, dass ich alles schaffen kann, was ich mir vornehme. Weißt du, meine Gestaltung vom Schicksal findet in diesen kleinen Momenten statt, Bruder, wo ich drauf verzichte, Schokolade zu fressen. Und Ja. weißt du, wo ich sage, ich gehe zum Fitnessstudio. Das sind die Entscheidungen, die ich treffen kann und die ich, mit denen ich meine Freiheit demonstriere gegenüber dem Schicksal. Dass ich scheiße auf die Umstände und mein Ding durchziehe. Das ist für mich, sein Schicksal in die Hand zu nehmen. Ja, safe. Und da fängt das für mich an und nicht bei so Riesensachen, weißt du? Oder bei Riesensachen hört es vielleicht auf. Das hast du gut gesagt. Die Riesensachen sind die, also die größten Events, die einem im Leben erwarten, die hat man am wenigsten in der Hand, würde ich behaupten. Schon. Und die kleinen Events, die hast du am meisten in der Hand. Ja. Und viele, also die große Tür, die öffnet sich vielleicht dadurch, dass du Richtig. 10.000 Mal einmal das Richtige getan hast bei den kleinen Events. Ja. Aber wann die sich öffnet, wie die sich, ob die sich überhaupt öffnet, das weißt du gar nicht. Das hat viel mit Glück zu tun. Genau, das ist das und dann. Es ist genau, Bruder, es ist genauso wie bei Inyo Asano, Mann. Diese kleinen Entscheidungen besiegeln dein Schicksal. Ja, safe. Und das ist das. Was heißt besiegeln? Aber Die bauen den Pfad dorthin so. die schaffen die Chance, ne? Ja. Die, genau. Ah, fucking interessant, Mann. Was hältst du von der biblischen Theorie, wie zum Beispiel ein Kanye sagt, wenn ihm was Schlimmes passiert und so, dann ist das, dann hat Gott das so geplant, dann ist das ein Test zum Beispiel, dann wollte er ihm was zeigen oder so. Was hältst du von diesem Ansatz? Das ist wieder so ein bisschen kausalitätsmäßig, weil ich weiß nicht, ich denke Guck oft mal. drüber nach, aber es. Ich sag's dir ehrlich, wie ich das sehe, und dann, ich respektiere die Bibel, ich liebe die Bibel und alles Mögliche. Aber weißt du, was das Problem ist? Einfach, dass die Bibel legt den Menschen ins Zentrum von allem. Und ich finde nicht, dass man so arrogant sein sollte, sich als den Mittelpunkt der Welt zu halten, weißt du? Und wenn man sich für den Mittelpunkt der Welt hält, und dann denkt man natürlich, dass das alles mit Kausalität zu tun hat und dass alles vorbestimmt ist und alles Mögliche, Mann. Bruder, ich bin ein unwichtiger Fleck im Universum aus Sternstaub und ein bisschen Fantasie, mehr nicht, Mann, weißt du? Ja, safe. Und wie kann man dann so arrogant sein, zu denken, dass alles so seinen Sinn hat, nur weil man lebt? Alter, weißt du, was interessant ist, ne? Wenn wir das jetzt so verbinden, so was du gerade gesagt hast, was dieser Kommentarschreiber gesagt hat und so, mag sein, dass man beweisen kann, dass es Kausalität gibt, ne? Sagen wir mal, der Typ hat recht gehabt in den Kommentaren, ne? Keine Ahnung. Sagen wir mal, das ist so. Aber gleichzeitig sind wir ja trotzdem wirklich nur ein Furz vom ganzen Weltall, ne? Dann ist es ja eigentlich so, Menschenleben ist nichts. 80 Jahre das ist nichts im Vergleich zum Weltall so. Klar. Dann hast du am Ende des Tages, auch wenn es bewiesen ist, wie der Kommentarschreiber sagt, hast du am Ende des Tages trotzdem die Wahl, weil du wirst es eh nie herausfinden, weißt du? Dann kannst du eigentlich selber entscheiden, gibt es Kausalität oder nicht, weil dein Leben ist so klein in dieser Kausalitätskette, dass du es sowieso nie herausfinden wirst und nie Klar. spüren wirst. Nicht mal ansatzweise, du kommst nicht mal in die Nähe von der Antwort. Eigentlich bleibt es dir selbst überlassen, ob du daran glaubst oder nicht, ne? Bruder, das ist auch ein geiler Punkt. Zum Beispiel bei Watchmen und dann, ne, den Comic, den ich gelesen hatte, da war das ähnlich. Jeder hatte so seine eigene Vorstellung von Moral und jeder seine Vorstellung von Kausalität und so weiter. Und egal, wie sie sich entschieden haben, letztendlich hat jeder so seinen eigenen Weg gewählt und man konnte sich nicht darauf einigen, was das Richtige für sich ist. Ja, Und, ne, gut, dass er das so gemacht hat, Alter. ja, Alter, Watchmen ist echt schon geil, Mann. Und Mich dann. würde das so krass nerven, wenn er am Ende so tun würde, als würde es seinen Weg geben. Man merkt das immer relativ früh, ne, ob Ja, ein Storyteller. Bruder, wenn du merkst, dass das so ein Moralprediger ist, direkt weg vom Ja, Fenster. Außer bei Tolstoi. Bei Tolstoi ist das okay. Mann. Ich hatte letztens so einen Kommentar und dann, Bruder, ich schwör's dir, ich dachte, ich kipp diesen Tisch jetzt gleich um, ne? Ich schwör's dir, da wachsen mir wieder Hörner, wenn ich sehe, wie blöd manche Menschen sind, ne? Ich habe über Lolita gesprochen und dann in meinen Videos und habe das natürlich empfohlen, weil es eines der besten Bücher aller Zeiten ist, man, weißt du? Mir scheißegal, wer das geschrieben hat. Ja. Man schreibt da so einen Schwachkopf. Wie kannst du das Buch eines Russen empfehlen? Boah, hör mir auf, Bruder, ich habe Alter. diesen Kommentar hier, Mann, weißt du? Ich zeige dir, was er hier geschrieben hat. Ich heule gleich, ne? Ey, Mann, ich schwör's dir.
Da sind wir jetzt bei diesen Fähnchen im Wind, Alter, die halt wirklich jedes halbe Jahr einen neuen Erzfeind haben, jedes halbe Jahr irgendwie ein Neues in den Arsch kriechen müssen Mein und Gott, so. Mann. Boah, ich schwör's dir, ich feiere das so null, Alter. Ja. Aber wie, das ist wirklich diese grenzenlose Welle an Dummheit, ne? Wenn du Ja. versuchst, darüber nachzudenken und dieses Problem zu lösen, Alter, dann kommt wirklich ein Tsunami an Dummheit auf einen zu, Ja. gell? Das ist so krass, Alter. Ja. Guck mal, Bruder, der hat hier geschrieben: Sorry, aber das ist halt ein Russe. Wir können doch das Buch nicht an die junge Generation in Deutschland empfehlen. Wo wird das Volk denn enden? Bei Tolstoi und Dostojewski? Nein, danke. Was ist so schlecht bei Dostojewski zu enden, Mann? Alter, ich schwör's dir, weil es auch so Sachen, Mixmarkt zum Beispiel, ist einfach so ein Russenladen, ne? Und jeder hat den respektiert. Und dann geht dieser Krieg los und plötzlich haben die Probleme, weißt, Scheiben werden eingeschlagen und so. Und Leute haben so Hass auf die und so. Was hat Mixmarkt, die wollen doch Papilmenis verkaufen. Was haben die damit zu tun, Alter? Ach Bruder, das verstehe ich, wer will, Mann. Ich denke mir auch, weißt du, Anton, ich bin zu alt für den Scheiß, Mann. Bevor ich da versuche, jeden zu retten und sowas, scheiße ich auf die und kümmere mich um meine eigene Das ist das Scheiße. einzige Richtige, Alter. Ich schwör's dir, Mann. Es ist so irgendwie, keine Ahnung, Alter. Die Leute wollen immer Rassismus für immer besiegen, Sexismus für immer besiegen, Nationalismus für immer besiegen. Ich finde, wenn man nur ein bisschen darüber nachdenkt, ne, wie sich die Welt so manchmal verändert innerhalb von einem Jahr oder so, dann sollte man eigentlich auf den Schluss kommen, du kannst das gar nicht für immer besiegen. Das ist einfach, das gehört dazu. Das ist der Mensch und fertig, weißt du? Weil, wie gesagt, das ist diese Tsunami an Dummheit. Alter, du hast das erwähnt mit dem Kommentar, mir sind so tausend Beispiele eingefallen, wo ich dachte, boah, Alter, die Bruder, Menschen sind so blöd, Alter. du hast safe auch tausend solche Kommentare, Mann. Alter. Aber ja, weißt du, vor allem, wenn jeder sich auf seine eigenen Dinge konzentrieren würde, würde so eine Diskussion gar nicht Finde stattfinden. ich auch. Oder deswegen, lass uns diesem schwachköpfigen Kommentar jetzt keinen Raum geben, Mann. Safe. Lass lieber darüber reden. Fuck, Mann, ich hatte irgendein geiles Thema, was ein bisschen damit zu tun hatte. Fuck. Das war richtig geil. Pilmenis. Na. Hast du schon mal Pilmeni gegessen? Bruder, in Armenien und hier bei mir zu Hause immer, Mann. Sind eure wie unsere? Ähnlich, ja. Wie Ähnlich. sind die bei euch? So groß. Ja, bei uns auch. Bisschen Hackfleisch drin und fertig. So geil, Alter. Bruder, und kennst du diese Pilmenis, die wie so ein Hut sind, so ein bisschen langgezogen nach oben, wie in georgischer Art Ja, sind? die Die sind sind nicht auch zu. geil, ne? Ich feiere es richtig, Bruder. Alle Art von Pilmenis sind krank, Alter. Ey, Bruder, ich hatte übrigens so eine gute Idee für ein Ranking. Mache ich bald auch, musst du auch machen, ne? Top 5 Weihnachtssongs oder sowas, Mann. Boah, das ist stark. Was ist für dich der Beste? Last Bruder, Christmas. nee, Last Christmas ist Platz 2, ne? Boah, stark, aber ich feiere den auch. Er ist gut, Mann. Ich hab's. Weißt du, Bruder, den höre ich sogar im Sommer und dann so. Weißt du, so geil finde ich den, Mann. Sag. Also Last Christmas höre Ach ich im so, Last Sommer. Christmas, ja. Aber Platz 1, Bruder, den wirst du nicht kennen. Der ist so genial, Alter. Den müssen wir nachher im Auto hören, ne? Von Boney M. und dann Mary's Born Child und Say the Lord oder sowas heißt das. Das ist so ein Mix aus zwei Songs gleichzeitig, aber der ist so geil. Mary's Born Child, Jesus Christ, Kenne ich was nicht. born on Christmas Day. Habe ich noch Mega nie geil. Und danach gehört. schlägt diese Melodie so um, Alter. Und dann singen die in so einem Gospel-Style, Alter. Mega geil, Mann. Bruder, wenn du da nicht tanzt, dann weiß ich auch nicht so, ne? Aber weißt du, dass man Platz 3 ist und dann? Shake It Up Christmas von Train. Kennst du das nochmal? Ja, safe. Shake Das war auch It Up. tausendmal in Werbungen und so. Ich Das finde hab's ich auch richtig gut, geil. Mann. Und Mariah Carey Song ist gar nicht da bei mir. Ich mag den nicht. Wie geht der noch? Ich kenne den All safe. I want for Den finde ich auch Christmas. nicht schlecht. Weißt du, warum für mich, ich überlege die ganze Zeit, ne? Ich habe das noch nie gemacht. So, du hast ja schon oft drüber nachgedacht, ne? Man merkt. Aber ich habe das noch nie gemacht und ich denke mir die ganze Zeit so, Alter, das ist voll schwer zu ranken, weil ich kann gar nichts gegen die haben irgendwie, weißt du? Die sind ja so meistens super simpel, ne? Klar. Und irgendwie nur für gute Laune da. Irgendwie fällt mir das richtig schwer, das zu ranken, Alter. Weißt du, und dann, ich finde zum Beispiel Last Christmas von Wham, ne, mit George Michael. Ja. Ich glaube, der ist nicht nur für gute Laune. Ich glaube, der Typ hat wirklich so Herzschmerz gehabt und hat Ich das glaube versucht, da so auch. auszudrücken, Mann. Ich habe immer das Gefühl, Leute, die den Song scheiße finden, die wollen nur besonders sein. Ja, safe, Das Mann. wollte ich vorhin sagen, wo du gesagt hast, dass dein Platz 2 ist. Irgendwie ist der unhatebar, Alter. Ja, ich feiere den. Generell viele Weihnachtssongs. Digga, der Grinch war so komisch irgendwie. Voll gar nicht relatable. Wie kann man so Weihnachten scheiße finden, Ja, Alter? er war halt, glaube ich, einsam und ein unbeliebtes Kind, ne? Ich habe immer.
Ich habe irgendwie als Kind wenig über so Bösewichten nachgedacht, ne? So Antagonisten und so. Die waren immer mehr nur so das, so, ich hasse den und so, ich mag den nicht. Ja. Und die Szenen, wenn die vorkamen, weiß noch als Kind dieses Gefühl, man hat diese Szenen, es war immer sehr unangenehm, wenn diese Szenen kamen, wo es um Grinch ging und so. Man dachte immer so, ich will wieder die Hauptcharaktere sehen und so. Deswegen habe ich, glaube ich, nie darüber nachgedacht. Aber inzwischen denke ich viel über so Antagonisten aus der Kindheit nach, so Grinch und so. Grinch, Mojo Jojo ist der beste Mann, Alter. Mojo Jojo. Wir wollten unseren Podcast zuerst Mojo Jojo Podcast Ja, nennen, ne? ich glaube, viele wissen gar nicht, wer Mojo Jojo ist von den Ne? Von Leuten. Powerpuff Girls, der Glaubst Affe. du, die Leute wissen, wer Grinch ist? Safe. Gibt es Grinch noch? Safe. Ich glaube, es gibt so eine neue Verfilmung irgendwie davon. Weiblicher Grinch, so. Ja. Ey, Asiatischer Grinch. ich reg mich immer noch drüber auf. Ich hatte vorhin so ein geiles Thema, gell? Ich hab's einfach vergessen, Mann. Wie kommt es denn? Wir hören gleich Mary's Bonechild und dann ist das geil, Mann. Unbedingt. Ich habe das gestern im Auto gehört, Mann. Ich bin so runtergekommen von meinem Stress und alles Mögliche, Mann. Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Schon, ja. Bruder, ich hab seit 3 Jahren keinen Weihnachtsbaum mehr gehabt zu Boah. Hause, Mann. Seit Boah, letztem. dieses Jahr wird geil Weihnachten bei euch, gell? Ja. Heftig. Oder was heißt geil? Wir sind noch so nicht in Partylaune und so, aber es wird auf jeden Fall einen Weihnachtsbaum geben, denke ich, Mann. Ich denke immer noch drüber nach, was ich vorhin vergessen habe. Alter. Aber bist du so ein Typ, der Musik viel nach Jahreszeiten und so hört? Wenn du jetzt Weihnachtsmusik hörst und so? Oder wenn mir ein Song gefällt, höre ich den auch, Gell, ist wann ich will, scheißegal. Mann. Wenn dann Tag und Nacht, finde Ja, ich. ja. Das macht einen Unterschied irgendwie. Das macht einen fetten Das Unterschied, macht einen Mann, einfach. Unterschied. Tag und Nacht und wie es mir halt geht, ne? Safe. Aber Jahreszeit und so selten. Es gibt schon im Sommer immer so, wo ich mir denke, boah, das ist irgendwie voll der Sommertrack und so. Aber meistens nur so Ey, einer. und dann weißt du, welchen Song man immer so nachts hören muss, ne? Wolves von Kanye, Ja, Alter. Alter, der ist zu Der hat einen ganz krass. anderen Zauber, wenn es nachts ist. Ich hatte letztens eine sehr lange Autofahrt, 7 Stunden, glaube ich, ne? Und dann habe ich nach sehr langer Zeit, also bei Kanye ist das schon lang, bestimmt nach einem Jahr oder so mal wieder Pablo durchgehört. Digga, so ein geiles Album. Ich habe es echt schon so ein bisschen fast schon vergessen, wie krass Life of Pablo ist. Man nimmt es fast schon so als selbstverständlich hin, aber Ja. es ist einfach Bombe. Ja. Ich denke mal so, zurzeit höre ich sehr viel Yeezus. Und ich denke immer so, Bruder, wann hörst du mich? ja, ist Hieß so. Und ich denke immer so, ey, wie kann man denn so viele perfekte Songs hintereinander auf ein Album Ja. packen? Und bei Pablo ist das genauso, aber mit noch mehr. Und Ja, dann und ist das noch. fast schon selbstverständlich, weißt du? Voll verrückt, Alter. Ja. Gestern habe ich Saint Pablo gehört und dann, bester Track, Alter. Kanye ist auch einer der wenigen, wo das Lied nicht nur eine krasse Idee hat oder eine Innovation oder ein Moment, wo du denkst, irgendwie voll geil oder so, sondern Nonstop, der hat einfach Alter. 5, so in jedem Na. Track. Wenn ich Saint Pablo höre, Alter, dann denke ich mir 10 Mal, Alter, hat er nicht gesagt oder so. Oder Boah, dann kommt ja. dieser Klang im Beat, dieses, denke ich mir auch, Alter, wie geil klingt das eigentlich und so. Ey, und dann Top 3 Songs, die du wieder zum ersten Mal hören könntest. Boah, sehr schwer zu sagen, Mann. Digga, das ist ja übelst schwer. Diese Frage ist unnormal schwer. Hast du schon eine Antwort? Ja, ich sage, Stronger würde ich einmal richtig gerne nochmal Boah, zum ich ersten Mal auch. hören, Zum Mann. ersten Mal Stronger, ja. Das Ja. finde ich auch geil. Stronger ist ein guter Pick. Stronger. One More Time von Daft Punk wird immer besser, so Anton. Also, Ja. ich höre den immer super gerne. Ich habe auch lange gebraucht. Also, ich fand den schon immer geil, ne? Aber der ist so lange in unserem Leben so. Ich war wirklich klein, als der rauskam. Dass der immer dazugehört hat und ich konnte den erst viel später wertschätzen. Ja. Was ist für dich so ein Song, wo du lange gebraucht hast, bis du den erst feiern konntest, so richtig? Der am Anfang nicht geknallt hat oder genervt hat oder so. Ich finde das oft so, dass man überfordert ist von einem Song und dann checkt man den irgendwann. Hast du einen und dann? Ja, Hell of a Nee. Life von Echt? Dark Fantasy. Stimmt. Ich fand ihn schon immer geil, aber. Keine Ahnung, wenn du so ein bisschen Kopfschmerzen hast oder so unausgeschlafen bist, dann ist das so, das ist Ja. zu viel irgendwie. Und irgendwann, ich weiß nicht, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber irgendwann hatte ich so eine ganz kranke Affäre mit einer, wo es dann so richtig dazu gepasst hat halt, weißt du, Ja. einfach so, man zerstört sich zusammen. Ja. Und dann habe ich den Song gehört, ich habe generell Pablo durchgehört, ne, in der Nacht, das ist einfach immer Pablo.
Nicht Pablo, Dark Fantasy. Ja. Und dann dachte ich mir so, Digga, das ist der krasseste Song ever, Alter. Das ist einer Ja. meiner Lieblingssongs überhaupt so. Und das kam halt einfach nur, weil ich viel mehr damit relaten konnte. Früher konnte ich nicht so damit relaten. Ich konnte auch nicht gut genug Englisch, als ich das erste Mal Dark Fantasy gehört habe, um alles davon so zu verstehen, ne, mit den Lyrics. Alter, ja, Das die hat Tatsache, dass viel man sich geändert. relaten kann, erschafft noch einen anderen Zugang zum Werk, ne? Aber oft ist es ein Hindernis, wenn man sich zu stark relatet und dann, dass man sozusagen die ganze Schönheit von dem Ganzen nicht sieht. Ja. Zum Beispiel, wenn man sich mit Lolita von Nabokov relatet, Bruder, dann bist du halt krank halt, Ja. ne? Ja, ist so, es stimmt schon. Es ist so, weißt du, was ich richtig geil finde? Ne? Wir als Deutsche, wir haben schon immer diese englische Musik bei uns gehabt und die englischen Titel und so. Wenn eine Sache einen englischen Namen hat, dann klingt es meistens cooler als ein deutscher Name. Und ich versuche mich immer reinzuversetzen in so einen Ami. Der Deutsch hört. Nee, nee, der, für den die Wörter gar nicht krass sind, weißt du? Das Wort so Super Bowl klingt übelst geil irgendwie, ne? Aber für die ist das so gewöhnlich. Für die ist das einfach so ein scheiß Wort, weißt du? Oder? Und dann jetzt bringst du mich auf eine Idee, ne? Oder wir machen erstmal deinen Punkt zu Nee, Ende. nee, 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 mach ruhig. Guck mal. Ja, wir hören amerikanische Musik, so, ne? Aber wen findest du denn von den deutschen Musikern gut? Boah, gute Frage. Also, ich muss ein bisschen überlegen. Ich finde, also mit Apache kann ich was anfangen auf jeden Fall. Ich finde Haftbefehl gut, wobei ich finde, dass sein letzter. Haftbefehl findest du gut? Ja, safe. Echt? Ja, safe. Ich mag den ja nicht. Und echt? Ich finde, der ist so ein Spasti irgendwie. Ich finde, der hat schon voll Talent, Alter. Weil der Talent? Er hat dieses Talent. Ich bin mir sicher, wenn ich kein Deutsch könnte und ich würde Haftbefehl hören, dann würde ich wissen, welche Emotion der gerade ausstrahlen will und über was der redet, ohne dass ich es verstehe. Weißt du, wie ich meine? Wie wenn man früher Ami-Mucke gehört hat und man wusste ungefähr, worum es im Text geht, ohne dass du ein Wort verstehst. Weißt, kennst du das Gefühl? Ja, ja, ja. Hat der, finde ich, immer gut hinbekommen. So. Oh, Bruder, seine Reime und sowas. Was für Reime, seine Mann. Seine Haus-Maus-Reime. Bro, ich höre nicht auf Reime, ich höre nur auf Vibe. Ich habe so einen Kumpel, gell? Der hat das mal richtig gut gesagt, weil ich sehe das genauso wie er, aber ich konnte es nie so in Worte fassen. Wir haben auch mal so über Mucke geredet und da ging es, glaube ich, um diesen Beef von MGK gegen Eminem. Alter, ich hasse MGK, ne? Ja, scheiß auf den. Der Himmel weiß, wie er Megan Fox geklettert. Ja, Alter. Aber auch, scheiß auch auf Megan Fox, ja. Ich schwöre. Und dann hat er gesagt, irgendwer sagt so, ja, der Text, bla bla. Und dann sagt er, ich höre nicht auf Text, ich höre nur auf Vibe. Und ich denke so, der hat voll recht, Alter. Scheiß auf Text, Mann. Du weißt, scheiß auf diese Reimtechnik, wie gut es sich reimt und so. Es muss einfach rüberkommen, finde ich. Das ist das Einzige, was zählt. So. Ist vielleicht auch wie bei einem Bild und dann. Es kann so technisch perfekt sein, aber wenn es dich nicht berührt, berührt es ja, dich genau, einfach nicht so, weißt du? Genau. Und ich finde zum Beispiel, schon mal, Kanye ist jetzt kein Kendrick so. Dass der so, ich mag auch Kendricks Stimme nicht. Und dann. Kendrick achtet viel zu viel auf diese Technik-Scheiße, finde ich so. Und irgendwie beweist die Zeit das, weißt du? Ich fand früher, konnte man diese Debatte viel besser führen, ob Kendrick mit Kanye oder so mithalten kann. Aber jetzt mit der Zeit hört man eigentlich, hat viel zu viel darüber nachgedacht, viel zu viel reingepackt, viel zu oft daran rumgeschliffen, weißt? Ist nichts mehr übrig so. Also ist immer noch geil, aber Kanye sagt einfach so ein Satz, ne, ein Rhyme und es ist viel, viel krasser, weil es dich richtig, richtig trifft. Bruder, der hat ja, die besten Lines. Bei Gott, ne? Ohne viel Technik-Mechnik. Weil es trifft direkt ins Herz, Mann. Voll, genau. Never was much of a romantic. Alter. Mega geil, Mann. Und was da auch immer noch mit reinspielt, ist die Tatsache, dass er die Beats selber macht. Man hört einen riesen Unterschied zwischen einem Musiker, der selber an dem Beat mitschraubt, als einer, der es nicht macht. Das ist, wie soll ich das erklären, Alter? Das ist wie wenn du dein Bild nicht alleine malst, sondern du malst es und jemand anders färbt das. Ja, oder du bist ein Manga-Zeichner, aber jemand anders schreibt die Story. Ja, genau. Das spürt man auch immer wieder. Das spürt man wirklich mal. Und das ist leider, ich höre fast nur Hip-Hop, fast nur Rap. Das ist ja leider fast immer der Fall. Deswegen sind so Leute wie Kanye oder Travis krass, weil die das ja selber machen. Bruder, weißt du nicht von den deutschen Feier und dann? Boah, ja, sorry, Alter. Wie ich wüsste. Alter, ich mag Xavier Naidoo voll. Ja? Also ich finde, er hat die heftigste. Seine Stimme stellt auch viele amerikanische Stimmen so in den Schatten, Mann. Safe. Ich finde ihn auch ziemlich, ziemlich krass. Aber ich glaube, ich kenne nur 4 Lieder oder so von ihm. Ja, welche denn? Dieser Weg. Ja, hammer. Dieser Weg ist 10 von 10, Alter. Bruder, weißt du, wie genial dieser Weg ist? Und dann die Sprache, die er benutzt, weißt du, warum ich ihn feiere? Er hat halt eben diese heftige Stimme, ja, aber auch diese heftige Lyrik so und dann. Ja, voll. Also
Dieser Weg ist, glaube ich, du kannst keinen Satz wegnehmen. Es ist so Ja, geil. guck mal, Bruder, allein einer dieser ersten Sätze, da sagt er, dieses Lied, das du am letzten Abend sangst, spielte nur in mir. Ja. Das erschafft so eine neue Dimension, dass du denkst, das alles spielt sich im Kopf von irgendjemandem ab, Ja. der sich irgendwas einbildet, so, weißt du? Ich finde das mega gut. Der ist schon krass. Was hat er Ja. noch für Lieder? Und wenn Hilf. ein Lied, Alter. Boah, der ist echt Sick, ultra Alter, ne? heftig. Bruder, da ist ja eine heftige Zeile nach der nächsten, da Ja. weißt du. Ey, Xavier ist crazy. Also Ja. ich glaube, ich kenne trotzdem nicht viel von ihm, aber der ist so ein Typ, alles, was ich von ihm kenne, ich finde alles krass. Bruder, ich sag dir noch was, ne? Ich schwör's dir, jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen, ne? Ich hab, kennst du, Ich kenne nichts von ihm? Boah, der ist auch zu heftig, Guck Alter. mal, jetzt habe ich hier Sachen raus, jetzt fällt Ja. dir auf, der Typ ist gut, Ja, ne? safe, das ist typischer. Guck mal, da hat er mit RZA zusammengearbeitet an dem Song. Und er hat dort auch auf Englisch gesungen, so, ne? Ja. Aber wie er auf Deutsch gesungen hat, er ist wie so ein Manga-Zeichner, der die Stärken des Mangas präsentiert. So präsentiert auch Xavier Naidoo die Stärken der deutschen Sprache. Deswegen Ja. feiere ich das, weißt du? Und Bruder, ich schreibe immer Gedichte und Briefe für meine Freundin. Ich liebe das ja, Alter, ne? Und ich habe mich halt auch von ihm ein bisschen inspirieren lassen. Er hat da so eine Zeile, Alter, in Ich kenne nichts. Da sagt er, guck mal, wie schön dieser Satz ist, Bruder, ne? Er sagt, jede Stunde mit dir ist kostbar wie der Weg zum Morgenstern. Wie schön klingt das denn bitte, Mann? Ja, ist echt Oder krass. juckt dich das so nicht? Doch, doch, ich Oder finde das lässt dich das so übertrieben kalt? heftig. Weißt du, was ich daran so heftig finde? Weil, wie du vorhin gesagt hast, das ist die deutsche Sprache. Ne? Man kann so geilen Scheiß mit der deutschen Sprache machen, was du gefühlt mit keiner Sprache auf der Welt machen kannst. Es ist halt wirklich die Sprache der Dichter und Denker, aber es holt kaum jemand was daraus. Ja? Ne? Es ist gut, dass du es sagst, weil schau mal, ich weiß das schon sehr, sehr zu schätzen, was der schreibt, aber ich habe da nie ein Auge drauf geworfen, Ja. Bruder, wenn du mal und wenn ein Lied hörst und dann, ne? weißt du? Ne? Es ist mega genial. Bruder, hör mal, ich zitiere das jetzt mal, ne? Er sagt, sprich ein kleines Stückchen Wahrheit und sieh, wie die Wüste lebt. Wie schön ist das denn, Ich muss darüber erstmal nachdenken. Wer bin so krasser? Weekend oder ihn? Weekend oder ihn? Boah. Ich sag ehrlich, anhand von der Stimme ist Xavier fast unschlagbar so. Er hat echt eine der heftigsten Stimmen überhaupt. Also Xavier ist einer von diesen Musikern. Alles, ich kenne so wenig von ihm. Alles, was ich von ihm kenne, ist, glaube ich, 10 von 10. In jeder Hinsicht, weißt du? Egal was. Ja. Text. Auch wie das immer aufgebaut ist, seine Mucke. Es geht so schnell, denkst du dir so, okay, alle Fresse halten, so, ich will zuhören, weißt du? Kennst du diese Musiker, die kannst du im Hintergrund laufen lassen? Nee, das geht bei dir nicht. Das geht bei ihm gar nicht. Und ich mag diese Musiker, wo das eben nicht geht, wo du sofort denkst, Alter, setz mal kurz leise und so, ich will wissen, was da gerade abgeht und Ja, so. Bruder, deswegen, Weekend kann ich im Hintergrund laufen Ja, lassen, aber safe. Xavier, nein, du nicht, Ja. Mann. Wie findest du Falco? Gut, Ja, ich feier den feiere auch, Mann. Der hat auch den auch. Charakter so. Ja, ich habe vorhin an Xavier so gedacht, ne, weil er ist auch Charakter, ne? Er hat auch so, du erkennst ihn sofort und so, er hat eine Silhouette und so, er hat diesen, Er hat diese dicken Ohren. ja, auch wie sein Mund immer, so, keine Ahnung, man sieht ihn gefühlt nie mit offenem Mund so. Und diese Brille und so, und dann habe ich direkt an Falco gedacht, weil die sind echt so, es gibt wenige in Deutschland, die so wirklich Charakter sind, kommen mir so vor. Und dann, wie findest du Herbert Grönemeyer? Schon krass. Hat er nicht Biene Maja gemacht? Nee, das war Karel Gott, Digga. Ich dachte, das ist derselbe, Nee, Alter. Bruder, Karel Gott ist schon tot, Aber Mann, Herbert Alter. Grönemeyer hat Dings gemacht. Der hat diesen Song mit Bushido gemacht. Nee, das war Karel Gott, Ah, der Biene fuck, Maja gemacht Alter. hat. Und Peter Maffay hat auch so einen Song mit Bushido gemacht. Die fand ich Bro, beide geil und dann. ich auch übel. Aber es gab auch so einen Track, der lief bei Handball-WM auf jeden Fall. Mit Weil. wem? Ein Rap-Track? Nein, nein, von Karel Gott oder von Herbert Grönemeyer. Einer von beiden und der ist ultra krass. Ja, Bruder, Herbert Grönemeyer, Zeit, dass sich was dreht. Ja, genau, auf dem ich. Bruder, Ist Herbert Grönemeyer, oder? ja. Boah, der Song ist Wie krank crazy. ist das denn, Der ne? Song ist so geil, Bruder, das Alter. war 2006 und dann, Ich werde nie vergessen, wie ich den. Ich habe Handball-WM geschaut und der lief. Und ich Bruder, dachte, das war Digga. Fußball-WM und dann. Nein, das war auch bei Handball auch. Bei Ja? beiden, Ich ja. dachte, du verwechselst was. Nein, nein, ich schwöre, das war bei Handball auch. Und das hat sich so krass in meinen Kopf gebrannt, Alter. Ich werde das nie vergessen. Das ist richtig fotografisch noch in mir drin, weil der Track so krass war. Nicht wegen der WM. Aber auch wegen diesem Clip, Alter. Ich weiß nicht, ob du den Clip jemals gesehen hast. Man hat dort halt die Fußballlegenden alle gesehen, Ne? wie die da den Ball hintereinander gespielt haben und was weiß ich, Ronaldinho und Messi und wen auch immer. Ne? Mega geil, Mann. Aber auch wie der Song gemacht ist, so weißt Ich du? finde den Text auch krass. Schön, Du ja. denkst, ich weiß nicht, als ob er. Du fühlst, du glaubst, du fliegst. Ey, das ist so Voll gut, Mann. heftig.
Das ist so heftig. Auch, keine Ahnung, wie soll ich das sagen, Alter? Zeit, dass sich was dreht, du denkst sofort an. Du denkst sofort an einen Ball, Alter. An eine Rotation, dann denkst du an die Weltkugel, WM, dann denkst du an einen Ball. Und dann umschließt er das alles noch so, weißt du? Der braucht so wenig Worte, gell, und schafft alle von überall mit reinzuziehen. Ich finde das voll krank. Das Bruder. Ist voll unbeschreiblich, wie man solche Texte schreiben kann. Das ist ja so ein Level, da können die Leute ihr Maul halten mit ihren Silben und Reime und ich. Das ist so wirklich, die machen so das kleine Einmaleins, ne? Während der schon Emotionen auf so einem Level bespielt mit sowas. Ich finde das voll krank. Alter, deswegen, man merkt bei den Typen, er ist einfach ehrlich und versucht ehrlich zu porträtieren, was er da fühlt. Ja. Und dann, ne? Und das war auch bei seinem, ich finde sein geilster Song ist Mensch und dann, ich weiß nicht, ob du den kennst, Alter, ne? Ich glaube schon, ja. Oder ich feiere den ja unnormal. Ne? Aber wer hat nicht Xavier auch einen Track, der Mensch heißt? Nee, hat er glaube ich nicht. Wie geht dieser Mensch so? Mensch ist Mensch. Ja, das ist crazy. Aber ich dachte, das wäre Xavier. Nee. Ey, bei mir geht das alles so, verschwimmt alles. Ah, Bruder, du bist der Knaller, ne? Guck mal, weißt du, was das Ding bei Mensch ist und dann, er hat in demselben Jahr im Abstand von wenigen Monaten seine Frau verloren und seinen Bruder, weißt du, beide sind gestorben im selben Jahr. Und Alter, man merkt das halt, dass das Ding voll fucking emotional ist. Ne? Und die Texte, die er dort aufträgt in Mensch, die sind so ein bisschen zusammenhangslos, aber jeder Satz trifft so ins Schwarze. Halt, und du fühlst das so, weißt du. Er sagt zum Beispiel, ich will nicht deine Liebe, ich will nur dein Wort. Sowas, so in der Art und sowas. Oder er sagt, der Schmerz tut gleichmäßig weh und so eine Kacke. Alter, das fühlt man so irgendwie, wenn er das so singt mit seiner Stimme. Man merkt, der Penner hat gelitten. Ja. Weißt du, er singt wie so ein Bär, der abgeschossen wurde. So singt er mit letzter Kraft und so weiter. Ja. So fühlt sich das an. Krasser Typ, Alter. Schau, ich habe mich so wenig mit ihm auseinandergesetzt, Alter. Bei mir vermengt sich das alles, weißt du. Ja. Ich höre so wenig so eine Mucke. Aber ich finde es eigentlich immer ganz geil. Es kommt immer sehr darauf an. Also, zu was zählt das eigentlich? Ist das dann R&B? Nee. Ich weiß es nicht. Es ist halt Deutschpop. Ich glaube, Deutschpop nennt man das. Ja, kackegal. Jedenfalls, das sind so ein paar Ausflüge in deutsche Musik, Mann. Ich will noch mehr über Mucke reden. Ja. Du hast noch keinen Song gesagt, den du zum ersten Mal wieder hören würdest am liebsten. Oder hast du? Hast du inzwischen einen? Kein Kanye, habe ich gesagt. Bruder, ich sag dir gleich einen fetten. Wenn ich auf Spotify vorbeigucke, finde ich das safe ein. Aber es sind meistens so Kanye-Songs. Flashing Lights würde ich auch gerne hören. Bei mir auch. Boah, Flashing Lights würde ich auch gerne nochmal zum ersten Mal hören. Ich würde auch gerne mal wieder, also Wolves zum ersten Mal. Ultralight Beam war krass. Fuck ja, Mann. Weißt du, was einer meiner Lieblings-Kanye-Tracks ist? So für immer. Das gehört jetzt nicht zu der Kategorie zum ersten Mal hören, aber Real Friends, Alter. Bruder, ja, wenn der anspielt, dann habe ich direkt, Alter, dann ist direkt so gleichzeitig kalt und warm in mir, ja, Alter. Mann. Es ist voll krank. Alter, ich finde auch Ty Dolla $ign passt einfach wie die Faust aufs Auge. Ja, ne? Seine Stimme. Immer wenn Kanye Ty Dolla $ign benutzt, dann ist es so heftig, Alter. Was der aus dem rausgeholt hat. Oder auch bei Yandi, so weißt du, mit City in the Sky und sowas. Und ey, New so Barrier. Heftig. Ich finde auch Free Part 2. Stimmt. Wie hieß der so? Schon, gell? Ich glaube schon. Von Kitsy Ghost. Ich glaube, war er da drauf? Ghost Town Part 2 heißt der. Free Ghost Town Part 2. Nee, ach so, ja, das kann sein, Mann. Wo? Ich glaube, wir vermischen was, Anton, ich weiß es aber. Nein, der heißt schon so, glaube ich. Ich schau gleich auf. Free, I feel free. Ist das Ty Dolla $ign? Das ist Ty Dolla $ign. Zu krass, wo der einsetzt. Das ist Kid Cudi, Kanye und Ty Dolla $ign. Auf Kitsy Ghost. Ey, so ein geiler Track. Das war auch so einer. Ich finde, dafür hat man ein bisschen gebraucht, bis man den richtig feiern konnte. Ja, allgemein. Kitsy Ghost habe ich auch eine Zeit lang gebraucht, um zu feiern, ne? Aber hast du den neuen Song von Kanye und... Ja, Vultures. Ja, wie fandest du? Gut, Mann. Ich fand ihn aber nicht gut genug. Und dann, ich verspreche dir eins, du brauchst nur ein bisschen Zeit, um da reinzukommen. Wahrscheinlich, gell? Ich habe den erst 5-mal oder so gehört. Ja. Und ich finde ihn gut. Ich finde, er braucht ein bisschen zu lang, bis er richtig losgeht. Und ich habe auch zu viel erwartet, ne? So irgendwie, wie er sagt bei dem Song ja auch so, dass gerade alles auf ihn scheint und so. Und irgendwie war das zu krass, so. Ich habe zu viel erwartet, so. Denkst du, Easy hat auch Zeit gebraucht, bis ich das gecheckt habe. Easy fand ich von Anfang an krass. Echt? Ja. Ich habe Zeit gebraucht, um das zu appreciate. Dieses Sample ist so heftig. My life was never easy. Auch wenn er so sagt, how I can bring nothing to the table when on the table. Digga. Ich finde den zu heftig, den Track. Kennst du Champions mit Gucci Mane, Travis und so? Der kam ja auch einfach so irgendwann raus. Und ich habe mit meinen Jungs so ein bisschen geredet, ne, über Vulture. Und
Wir haben das so ein bisschen mit Champions verglichen, weil das sich so ein bisschen ähnlich anfühlt und so ähnlicher Sound. Und die haben zum Beispiel gesagt, ich finde es so ungefähr Champions-Level. Ich finde Champions viel. Also ich meine nicht Champions von Graduation. Ich weiß, welches du Ja. meinst. Und ich finde Champions schon viel geiler. Ich finde Champions 10 von 10. Echt? Ja. Ich finde es so geil. Damn. Auch Gucci Mane sein Part und so. Ich finde das so heftig. Und dann kennst du noch dieses Interview, wo man Lil Wayne interviewt hat und gesagt hat, weißt du, wer die Top 3 Rapper und so sind? Ja. Und Eminem war nicht auf der Liste, aber Gucci Mane war auf der Ja, und Liste. da sagst du, Gucci, Gucci Mane? Shoutout. Gucci Mane? Shoutout für Gucci. Wie findest du Lil Wayne? Ich habe auch Zeit gebraucht, um mit dem warm zu werden, aber Ich ich mag auch. den Aber so. ich finde ihn krass. Ich finde ihn Weißt schon du, sehr welchen Part ich von talentiert. ihm voll geil finde? Auf Look at Me Now feiere ich den Ja, unbedingt, Mann. safe. Your girlfriend a freak like Cirque du Soleil. That's right to my flag red. I'm out of my head. Ich mag Look at Me Now nicht, aber ich mag den Echt? Part von Bro, Lil ich mag Wayne. Look at Me Now richtig. Ich kann ihn mir nicht geben, Alter. Ich feiere das. Ich kann diesen Part von Chris Brown komplett auswendig. Ja? Ja. Ey, ich hab gestern. Hast du das Video gesehen, wo Kanye und Chris Brown stehen bei Kanye seiner Ja, Party? ja. Und dann habe ich so ein bisschen an Chris Brown gedacht, ne? Und dann ist mir dieser eine Track eingefallen. Waves? Nee, 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 nicht von den beiden. Ist nur von Chris Brown. Ich glaube, es ist sogar mit Tiger oder so. Digga, der Track war zu krass. Ich habe wieder vergessen, welcher. Aber das war so ein kranker Chris Brown-Part. Weil ich, Chris Brown, ich habe so gemischte Gefühle zu dem, weißt du? Ich mag manche Tracks von dem richtig, aber voll oft denke ich mir, das ist richtige Sellout-Musik, weißt du? Einfach Ja, nur für die kleinen Mädels gemacht. klar. Warst du mal auf seinem, ich war mal auf seinem Konzert in München. Echt? Ja, es war schon Fuck, geil, Alter. da wieder ein Girl nach vorne geholt. Ja, hat er da sein Dings gemacht. Oder ich würde niemals meine Freundin erlauben, auf die fucking Bühne zu gehen bei so einem Nie im Shit. Leben, Alter. Das ist voll Ich würde mir die. lieber ein Bein abpacken, als das zu machen, Mann. Ach ja, Usher macht das ja so ähnlich, Mann. Usher hat mal in Paris so ein Mädchen auf die Bühne geholt. Gibt's das eigentlich andersrum auch, sowas in der Art? Ich Keine Ahnung, überlege. aber wenn, melde ich mich so freiwillig. Ich auch. Ey, weißt du noch, wo Drake dieses eine hatte mit Madonna oder wer das war? Wo sie ihn auf die Bühne geholt Und hat? sie Hat er so nicht. knutschen wollte. Hast du nicht gekotzt oder Ja, so? doch, er hat so irgendwie so Ey, das gemacht. war doch alles Fake, oder? Weil das war eh so. Das waren gefühlt so 3 Jahre, wo alle 2 Monate so ein Skandal passiert ist. Ach, kein Plan und dann. Ich glaube immer, dass das Fake ist, sowas. Ich glaube dem Shit sowieso nicht, Mann. Weißt du noch, wo alle gesagt haben, dass Lady Gaga einen Pimmel hat? Ja, auch blöd, Was ging da ab, Alter? ne? Wer weiß, man weiß es nicht, Mann. Digga, das war das Thema Nummer 1 in der Schule. Ich schwör's dir. Ihr habt in der Schule darüber geredet, ob sie einen Pimmel hat? Ja. Ich weiß noch, wir kommen in die Schule und dann ging das so rum. Dann stand das in der Bravo und so. Und wir dachten uns, Alter, ist das jetzt wahr oder nicht? Und so, weißt du? Alle. Alter, Ganze Klasse. die Bravo-Schwachmaten schreiben auch alles Alter. Mögliche. Hast du je Bravo gelesen? Ja, aber nur Dr. Sommer so manchmal reingeguckt, Ja. so zum Sneak Peek und so. Wir hatten das in der Freistunde so rumliegen und so. Ich habe immer Katy Perry gesucht. Echt? War Ja. sie so dein Crush und dann? Nee, so geht das. Ich hatte mein bester Kumpel damals, so ein Schwarzer, weißt du? Der hat immer gesagt, Katy Perry hat die geilsten Beine. Ja? Und irgendwie dachte ich mir so, irgendwie hat der recht, Alter, weißt du? Er Dann hat nicht haben Unrecht. wir immer nach Katy Perrys Beinen gesucht. Ey, und dann, kennst du Adriana Lima? Vom Namen. So ein Model, Alter, ne? Ja. Oder die hat so eine OP gemacht. Ihre Schönheit ist so futsch, finde ich, Alter. Ja, ich finde das leider fast immer so. Ich Alter, die finde auch hat. Megan hat verkackt inzwischen. Ja. Guck mal, Adriana Lima hat eines der einzigartigsten Gesichter überhaupt zu untern. Wirklich. Michelangelo hätte nicht mal sowas meißeln können, ne? Alter, jetzt hat die so ein Facelift gemacht und dann sieht so. Der Klassiker, Alter. Alter, das tut mir so leid. Weil vor allem, was denken die sich denn selber, Mann? Weißt du? Die wissen doch, wie das ausgeht, Mann. Ich glaube, das ist das, haben wir in der Folge drüber geredet, das ist auch dieses, du nimmst einfach 10-mal hintereinander so die falsche Tür, weißt du, die sind schon so drin in diesem OP-Scheiß, die Ärzte haben schon so ihre Therapie auf ihren Kopf gemacht und so und sagen so, Ja. ja, langsam kommen die Falten und so, labern irgendeine Ja, Scheiße, weißt du, safe, Mann. die Manager, alle labern die voll und dann passiert so ein Scheiß. Ja, du hast recht. Ich glaube auch nicht, dass das so eine Entscheidung war und dann. Nee, das sind mehrere und ich denke auch, dass die Zeit natürlich auch mitspielt, ne, so. Ich finde das irgendwie schwer, die Welt so aus einer Frauensicht zu sehen, weil ich finde das irgendwie komisch, weißt du? Sie denkt wahrscheinlich, also wahrscheinlich hat sie ultra viel über den ganzen Scheiß nachgedacht. Immer. Universell. Und ich glaube, das ist voll die Hölle, Alter. Ich hätte da gar keinen Bock drauf auf so einen Ja, Scheiß. also ich sag's mal so,
die Öffentlichkeit forciert manchmal so ein übertriebenes Denken über das Äußere bei Frauen. Also Frauen werden so oft dazu gebracht, über ihr Äußeres überproportional viel zu Ja, denken. safe. Ach, kein Plan. Und dann, weißt du, es ist gut, wenn man gepflegt und nett aussieht und so weiter und sich zurecht macht. Aber man kann es auch übertreiben, Mann. Aber es ist interessant, wie diese Promi-OPs sich meistens so ins eigene Fleisch schneiden. Hast du Madonna gesehen, Anton? Die Ja. sieht noch schlimmer aus, Mann. Alter. Die sah auch, weißt du, was ist so schlimm daran, so schön und würdevoll zu altern, Mann? Gell? Das ist eigentlich voll schön, Alter. Ich finde auch. Wer war das? Ich finde zum Beispiel auch, wie heißt der, der Marv gespielt hat? Mickey Rourke, oder? Boah, ja, Ich finde, sieht Mann. auch komisch aus, Mann. Was geht ab, Alter? Wie kannst du Ja. so breit sein und dann so aussehen wie so eine, keine Ahnung, als ob der von Toy Story diese Kartoffel ist, Alter. Alter, ja. Marv. Mickey Rourke hatte echt ein schönes Gesicht damals, aber Voll. Aber das war, glaube ich, auch schon operiert. keine Ahnung. Aber ich finde, diese Operation hat gut zu seiner Rolle in Sin City gepasst. Voll. Ey, ich frage mich immer, gell, weil das ist dieses typische Amerika-Face. Trump hatte auch so ein ähnliches Gesicht. So irgendwie die Lippen, die haben irgendwas mit ihren Lippen gemacht. So sehen, ich finde zum Beispiel auch, dass Bale bei American Psycho auch so ein, verstehst du, was ich meine? Das ist nicht das gleiche Gesicht, aber die haben alle ähnliche Lippen. So richtig So Wurstlippen. volle Wurstlippen. Und das sieht bei Männern, bei Männern mit markanten Gesichtern richtig gut aus. Und ich dachte immer, bei Mickey Rourke Operation, bei Trump ist komisch, weil ich finde, Young Trump hatte diese Lippen, als wären die operiert. Aber der alte Trump, da denke ich mir so, hä, da war keine Operation so. Und wen habe ich als drittes noch vorhin genannt? Bail. Bale? Da dachte ich auch immer, das ist operiert. So, ich weiß, glaubst du nicht? Ich weiß es nicht, Anton, aber ich finde es irgendwie lächerlich, wenn Männer sich die Lippen aufspritzen lassen. Ja, ich finde das komisch irgendwie. Was ich mich immer frage ist, weil man findet es immer, es sieht immer scheiße aus, wenn man es erkennt. Und wenn du es Ja. nicht erkennst, also ich würde gerne wissen, wie viele Promis sich operiert haben lassen oder so. Und wir haben es einfach, wir bekommen es einfach noch nicht mit, weil wir denken einfach, ah fuck, der sieht einfach gut aus. Ja, gibt es bestimmt ein paar Weil zum Kandidaten. Beispiel, ich glaube, Sophia Tomala hat mal drüber geredet, ne? Die ist hübsch. Die ist ultra hübsch, gell? Und ich glaube, die hat mal gesagt, wie viele OPs sie hatte oder so. Oder sie hat auf jeden Fall irgendwie, sie hat auf jeden Fall gesagt, dass sie operiert ist oder so. Und dann dachte ich mir auch, fuck, Alter, ich dachte, die ist gar nicht operiert, weißt du? Dachte ich bei ihr auch nicht so. Lippen vielleicht so höchstens. Ja, weil ich finde, ich glaube, man kann so aussehen ohne eine OP. So gibt's ja safe. Ach Bruder, diese Erwartungshaltung ist sowieso eine kritische Sache, Mann. Die Leute erwarten ganz falsche Sachen. Voll, ey, boah, ich habe gestern drüber nachgedacht, Mann. Ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber als Kind, ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal auf, ich weiß nicht, ob wir das Wort sagen, P-O-R-N. Ich weiß noch, wie ich als Kind so da reinkam, dass Achso, ich. das Wort dürfen wir nicht sagen, sonst wird das Video Gell? gestrikt ein Ja, wir sagen bisschen. jetzt P ab jetzt. Jetzt haben wir es Naja. einmal buchstabiert, jetzt wissen die. Naja. Ich weiß noch, wie ich da so reingekommen bin und Anime und so war immer eine Rolle, ne? Und ich weiß noch ganz genau, wie ich dann irgendwann die Mädels meiner Klasse angeschaut habe und mir gedacht habe: Alter, die haben ja alle gar nicht so fette Titten. Und da muss ich erstmal so überlegen, dass die Realität anders aussieht, gell? Und dann dachte ich mir so: Okay, nach der Schule schaue ich mal auf meinem Heimweg so die älteren Frauen an. Weißt du? So die ganzen MILFs und so weiter. Ob das noch kommt, ob das daran liegt, dass wir noch jung sind. Und dann denke ich mir so: Wir haben auch nicht so fette Titten wie die Anime-Weiber, weißt Man du? Und da muss ich erstmal drauf klarkommen, so: Alter, fuck man, weißt du? fühlt sich so betrogen. Voll, so viele Filme gesehen, so viele Anime geschaut und so, dass ich weiß noch, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber das war genau dieses Alter, 15, 16, 14, wo du eigentlich nichts im Kopf hast, außer Erotik so, ne? Also ganz schlimmes Alter für sowas. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mir dann so dachte, krass, Alter, ich war voll verblendet für 2 Jahre oder so, locker, locker, weil in dem Alter hast du ja gar keine Zügel so. Ich weiß auch, und dann. Wie so ein Hund, wenn du dem zu viel Essen gibst, dann stirbt er an Überfressung so. Naja. So ist man in dem Alter. Ich weiß noch, als ich so 6 Jahre alt war und die ersten Animes so geguckt habe im Fernsehen, da musste ich auch so voller Bedauern voll feststellen, dass echte Mädchen nicht wie Anime-Mädchen aussehen. Ja. So, ne? Ich habe mich da auch so über den Tisch gezogen gefühlt. So. Das ist so ein Biggest Fluch. regret in life. Ein Fluch von Anime-Fans bisschen, gell? Ja. Ach, kein Plan, ne, aber. Du, was ich aber glaube? Ich glaube, das haben Frauen genauso mit diesen Sixpacks und so bei Anime-Männern. Ja. Glaubst du nicht? Ich glaube schon. Ach, also ich habe eins gecheckt und dann Sixpack
juckt eine Frau nicht so. Null, gell? Ja, aber in dem Alter vielleicht schon. Genauso, ja, Möpse ja auch nicht mehr. Juckt ja auch nicht mehr so wie damals. Wir reden jetzt von diesem Alter, wo du den Scheiß gefühlt kennenlernst. Weißt du, plötzlich öffnet sich eine neue Welt. Und dann läufst du da 2, 3 Jahre rum, diese Pubertätsphase. Und dann denkst du so, Alter, fick die Scheiße, ich geh wieder zurück. So. Ich bin wieder zufrieden und Ach, Bruder, ich bin froh, dass ich diesen Sprung von Anime Girls zu Real Girls geschafft so. habe. Ja, ich auch, Alter. Stell dir vor, wir wären so stecken geblieben in dieser Hentai-Scheiße, Mann. Viele sind stecken geblieben, Alter, sag ich dir ehrlich. Die meisten, würde ich sagen. Oder ich würde sagen, ich würde es weiter fassen, ich würde sagen, die meisten sind in dieser virtuellen P-Welt stecken geblieben, Ja, Alter. boah. Ist auch hart, Alter. Ich glaube, wir waren schon so Generationen, ne, wo das eigentlich schon zügellos war, ne? Fast jeder ist overdosed, ob du willst oder nicht. Fast jeder ist overdosed von diesem Scheiß. Aber ich glaube, irgendwie jetzt mit noch OnlyFans, mit, darf man das sagen? Keine Ahnung, Mann. Scheiß drauf. Snapchat. Es wird ja immer mehr normalisiert, ne? Gehört irgendwie dazu. So, das ist der Wandel. Die Kurve geht schon die ganze Zeit in die Richtung, seit Hunderten von Jahren, glaube ich. Aber ich glaube, jetzt ist fast unmöglich, Alter, für so einen kleinen Jungen, für so einen 13-, 14-Jährigen oder so, diesem Scheiß zu. Obwohl, entkommen kann man immer. Ach, und dann. Entkommen kann man immer, aber die Frage ist, ob die Umstände gegeben sind, um zu entkommen. Wenn deine Freunde den ganzen Scheiß auch machen, Ja. wenn das auf Social Media überall ist, kein Es Plan. wird definitiv immer schwieriger zu entkommen, so. Ja, Ja. deswegen, keine Ahnung, weißt du, das sind so Probleme und dann jede Generation muss seine eigene Lösung irgendwann Ja, finden. safe. Wir haben jetzt auf unsere Art diese Lösung gefunden und sind dem Ja. entkommen und so eine Kacke. Sollen die sich was überlegen? Genug andere Sachen sind besser geworden, weißt dann. Naja, Ne? deswegen, Jeder scheiße. kocht sein eigenes Süppchen. Worüber haben wir Aber, davor geredet? Ah ja, ich wollte noch ein bisschen drüber reden. Diese Porträtierung von Anime-Girls und Anime-Männern. Ich feiere das nicht, wenn alle immer so tun. So, boah, ich mag ja Anime, aber immer diese Sexualisierung von Frauen und so. Ich fühle das gar nicht. Also, ich weiß, was die meinen, aber ich finde, das Rampenlicht wird voll falsch gesetzt, weil Männer viel mehr sexualisiert werden in Anime und Manga. Mit diesen ganzen Boys Love und so. Ich habe dagegen auch gar nichts. Ja, juckt mich Weil auch das sind nicht. eh Zeichnungen. Das checke ich ja sowieso nicht. Die leben ja gar nicht. Ja. Juckt gar nicht, weißt? Aber Männer werden viel mehr sexualisiert oder halt genauso. Und ich verstehe nicht, warum sich darüber nie jemand aufregt. Ich finde, das ist sehr, sehr doppelmoralisch. Auf jeden. Na, man sucht sich halt immer diese. Den Sündenbock. Ich scheiß auf die, Mann. Weißt du, wer. Ist so. Wer ernsthaft darüber redet, was für ein Schicksal eine gezeichnete Figur hat. Er hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Vor allem immer in so Geschichten, wo so Köpfe rollen und Arme abfliegen und Ja. so. Und dann sagen die, oh, diese Ausschnitte und so. Ich denke mir, Bro, da ist gerade ein Arm durch die Luft geflogen, Ja, Alter. weißt du, was auch so ein Ding ist? Und dann, man unterstellt ja mit dieser Annahme den Zuschauern Blödheit ein bisschen, weißt du? Voll, ja, safe. Weil ein Kind weiß sehr wohl, was der Unterschied zwischen einem Film und der Realität ist, weißt du? So wie meine Freundin wusste, dass sie nicht von einem Hochhaus springen sollte, nur weil sie denkt, dass sie eine Fee ist, Ja. weiß auch ein Kind, dass er niemandem die Hände abhacken soll, nur weil das bei Ja, genau. irgendeinem Film passiert ist, weißt du? Deswegen muss man die Kirche im Dorf lassen. Ja, safe. Okay, wir machen fertig für heute, würde ich sagen. Ich habe gar nicht gesehen, wir sind schon wieder über eine Stunde. Ja, wie lange haben wir geplaudert, Mann? 1 Stunde 8. Okay, Freunde, das war's mit Folge 2. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wie bei der letzten Folge, schreibt mir bitte eure oder uns bitte eure Kritik in die Kommentare. Schreibt dazu, wie ihr den Sound findet. Da sind wir noch ein bisschen am Rumschrauben. Und schreibt bitte gerne, ob ihr das feiern würdet, wenn wir Themen machen oder wenn wir einfach lose talken oder wenn wir so eine Mischung aus beiden machen. Ja. Alles hilft uns weiter, ne? Gibt es etwas, wovon ihr euch wünscht, dass wir darüber sprechen? Guter Lasst es Punkt. uns wissen. Guter Punkt. Irgendwas, was wir erörtern müssen, sind Beinhaare bei Frauen akzeptabel oder nicht? Okay, Freunde, das war's. Bis nächsten Sonntag.